Willkommen zu einem weiteren Kapitel in der Vorlesung verteilten Systeme. In den vorherigen Kapiteln haben wir uns darüber unterhalten, den inhärenten Trade-off, die inhärente Unmöglichkeit gibt, wenn in Ihrem System Teile ausfallen können und Nachrichtenlaufzeiten nicht beschränkt sind, was im Prinzip auch heißen kann, dass Nachrichten verloren gegangen sind. Wir haben uns überlegt mit dem FLP-Theorem, dass man in diesen Situationen keinen Konsens herstellen kann, dass sie Konsens aber brauchen, um so etwas wie verteilte Transaktionen durchzuführen. In Praxis haben wir uns überlegt, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeiten genügend hoch sind, dass es doch funktioniert, trotz dieser an sich inhärenten Unmöglichkeit, wenn wir uns auf randomisierte Algorithmen einlassen, bei denen wir Zufallsentscheidungen für den Konsens an geeigneten Stellen treffen. Das ist alles prima. Aber was heißt das jetzt konkret für Datenbanken, die sich in einer solchen Umgebung aufhalten wollen? Das möchte ich mit Ihnen in diesem eher kurzen Kapitel besprechen. Sie merken, dass wir so langsam das Ende einer regulären Vorlesung erreichen, was den Stoffumfang angeht. Von daher werde ich aus diesem Kapitel ein paar Unterabschnitte weglassen und wir konzentrieren uns hier auf den Anfang. Was es bedeutet, was die Aussagen wie FLP, beschränkte Möglichkeiten von Commit-Protokollen, was das für den Entwurf verteilter Datenbanken bedeuten und was Sie da eigentlich plausibel noch erwarten können. Das segelt oft unter dem Begriff NoSQL. Wenn Sie an der Stelle das lesen als No im Sinne von kein SQL, SQL, Standard Query Language, die Abfragesprache, dann ist das meistens nicht richtig. Es geht hier weniger um die Abfragesprache an sich, die spielt eine vergleichsweise geringe Rolle. Es geht um die Semantik, die man mit dem Begriff SQL verbindet, was man an dieser Stelle erwartet, wie eine Datenbank sich benimmt. Und dieses No, N-O, ist eigentlich besser zu lesen als Not Only. Also SQL ist nicht verboten, auch die Semantik von SQL ist nicht verboten, aber wir wollen darüber hinausgehen, wir wollen uns auch in anderen Umgebungen aufhalten können. Und diese anderen Umgebungen sind eben etwas wilder und unvorhersehbarer und komplizierter als das ist, was Sie typischerweise für eine relationale oder transaktionale Datenbank vorfinden. Und entsprechend schauen wir uns das hier an, das schlägt sich letztlich nieder im sogenannten CUP-Theorem. Das ist verwandt zu FLP, hat damit zu tun, ist aber letztlich eine eigenständige Aussage. Und darauf konzentrieren wir uns in diesem Video hier. Also nochmal zur Erinnerung, was war unsere Argumentationskette bisher? Wir haben bisher argumentiert, dass replizierter Speicher notwendig ist, um einerseits Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit zu realisieren, andererseits um Leistungsfähigkeit zu realisieren, Lesezugriffe aus lokalen Replikaten zu befriedigen, Zuverlässigkeit, um bei Ausfall eines Schreibers dennoch weiterarbeiten zu können. Die Konsistenz dabei ist die spannende Herausforderung. Das war schon in fehlerfreien Umgebungen nicht ganz einfach, wenn Sie auf Leistungsfähigkeit Wert legen. Sie erinnern sich an die ganzen Konsistenzmodelle, die wir dazu vor drei Kapiteln besprochen haben. Und in fehlerbefallenen Umgebungen, wenn Sie realistisch sein wollen, unmöglich oder eben nur probabilistisch möglich. Wir hatten also diesen Trade-off zwischen Safety und Liveness. Und hier möchte ich darüber reden, wie wir diesen Trade-off noch weiter explizit machen können für den Entwurf eines verteilten Speichersystems. Was ist denn die Erwartungshaltung? Was möchte ich denn von einem verteilten Speichersystem eigentlich haben? Ich möchte an das Fragen stellen, lese einen Wert, schreibe einen Wert und ich möchte Antworten bekommen. Und das sollte bitte eine sinnvolle Antwort sein und nicht einfach nur eine Fehlermeldung wie ich kann gerade nicht oder es sind zu viele Fehler vorhanden. Ich möchte eine Antwort bekommen. In diesem Sinne ist hier der Begriff des Available gemeint, der Dienst des Speichersystems, Anfragen, Lese-Schreibanfragen zu beantworten. Dieser Dienst soll verfügbar sein und mir tatsächlich auch Antworten liefern. In sinnvoller kurzer Zeit. Eine Antwort in 5 Jahren ist nutzlos. Und da es sich um verteiltes System handelt, ist ja die Frage berechtigt, was passiert denn, wenn ich die gleiche Frage an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedliche Replikate meines Speichersystems stelle, dann würde ich doch erwarten, dass ich die gleiche Antwort bekomme. Beachten Sie, dass das eine leichter zu erfüllende Forderung ist, als das, was wir zu Beginn der Konsistenzdiskussion einmal als Ausgangspunkt genommen hatten. Als Ausgangspunkt, als naive Vorstellung hatten wir mal gesagt, alle Kopien beinhalten den gleichen Wert.
Das hier ist einfacher. Ich sage nur, wenn ich frage, soll ich die gleiche Antwort bekommen. Das heißt, dass zum Zeitpunkt der Frage es zum Beispiel durchaus sein kann, dass da unterschiedliche Werte drin stehen. Ich dann aber, wenn tatsächlich eine Frage für einen bestimmten Wert, für eine bestimmte Variable x vorlegt, dass ich mir dann Mühe gebe, dafür zu sorgen, den gleichen Wert zu beschaffen oder die Konsistenz herzustellen. Das war das Argument aus der Entry Consistency, das Diskussion aus dem vorherigen Kapitel. Okay? In diesem Sinne ist hier Konsistenz gemeint. Wenn ich an verschiedenen Stellen zum gleichen Zeitpunkt frage, hätte ich gerne die gleiche Antwort. Die muss nicht mal unbedingt zum gleichen Zeitpunkt eintreffen, die Antwort. Es kann wieder unterschiedlich lange dauern, diese Antwort zu geben, aber es soll die gleiche Antwort rauskommen. Okay? So, das Szenario dafür sieht ungefähr folgendermaßen aus. Ich habe meinen verteilten Datenspeicher und gucken wir uns erstmal den Fall an, dass ich keine Fehler habe hier. Dann habe ich in meinem Beispiel hier S1, S2, S3 als meine drei Server, die die Replikate dieser Daten ablegen sollen. Und ich habe eine Variable x, bei der fange ich hier unten an, x zu schreiben, auf den Wert 42 zu setzen. Und danach, später, möchte ich hier x lesen an zwei verschiedenen Stellen, wieder 1 und wieder 2. Ja, natürlich werde ich doch hier erwarten, dass ich hier in beiden Fällen 42 herausbekomme. Aber je nachdem, wie Sie Ihr Protokoll aufgesetzt haben und je nachdem, zu welchen exakten Zeitpunkten Sie jetzt nach x fragen, kann das unterschiedlich lange dauern. Denn wir haben Latenz hier im Spiel. Nicht? Es kann, wenn Sie ein Active Replication Protokoll benutzen, dann braucht es Zeit, diesen Wert 42 auszubreiten. Wenn Sie ein Local Update Protokoll benutzen, dann müssen Sie jetzt hier erstmal die herausfinden, wo gerade der letzte Update stattgefunden hat und so weiter. Das haben wir alles besprochen. Okay, im fehlerfreien Fall braucht das vielleicht Zeit, aber es ist möglich. Was ist, wenn wir einen spannenden Fehlerfall haben? Wenn wir einen Fehlerfall haben, bei dem Netzpartitionen vorliegen können, will heißen, dass manche Teile meines Netzwerks, manche Replikate meiner Datenspeicher nicht mehr in der Lage sind, mit irgendeinem anderen Teil zu kommunizieren, mit gar keinem. Das hatten wir uns in der Diskussion von Two-Phase und von Two-Phase und Three-Phase Commit schon mal angeschaut. Was machen wir denn jetzt in so einem Fall? Beispiel, gleiches Szenario wie eben, nur jetzt habe ich hier meinen Knoten 3, meinen Server 3 hier partitioniert, das soll diese rote Linie hier andeuten. Ja, und jetzt müssen Sie hier am Kopf kratzen. Sie merken vielleicht sogar, dass Sie partitioniert sind. Sie machen ein Heartbeating und Sie stellen fest, dass kein anderer Ihnen antwortet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie alle gleichzeitig ausgefallen sind, ist vielleicht kleiner, als dass jemand bei Ihnen den Netzstecker gezogen hat, also den Kommunikations-Ethernet-Netzstecker gezogen hat. Also schließen Sie vielleicht schon, dass Sie partitioniert sind. Aber was sollen Sie denn jetzt tun? Sie haben jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Sie können jetzt hier sagen, nein, ich kann gerade nicht antworten. Dann haben Sie Availability verletzt. Sie können die Antwort beliebig lange hinauszögern, aber wer weiß, wann Ihre Partition geheilt ist. Das läuft aufs Gleiche raus. Wenn Sie hier sehr, sehr lange warten, haben Sie auch Availability verletzt. Oder Sie könnten sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine bessere Alternative. Ich antworte mit dem letzten Wert, den ich kenne. Oder mit einem Default, wenn Sie gar keinen Wert vorher kennen. Ja, aber dann verletzen Sie Konsistenz. Dann geben Sie nicht die gleiche Antwort, wie Leser 1 hier geben würde. Nicht? Dann sehen Sie hier unterschiedliche Antworten. Und das wollten wir ja nicht. Okay, ist das jetzt wieder so eine Situation, wir sind jetzt einfach nicht tief genug in die Materie eingedrungen? Oder ist das tiefer liegend? Wenn Sie eine schlaue Idee haben, wäre ich sehr begierig, die von Ihnen zu hören. Dann melden wir zusammen Patent an und wir werden gemeinsam reich, wenn Sie eine gute Idee haben. Ich zweifle, dass Sie die haben werden. Tatsächlich, das hat eine tiefer liegende Konsequenz, die sich in dem sogenannten CAP-Theorem niederschlägt. CAP steht hier für Consistent, Available und Partition Tolerant. Konsistent, verfügbar und in der Lage, Partitionierungen zu tolerieren. Und die Aussage hier ist, aus diesem Theorem heißt, ein verteilter Datenspeicher kann unter diesen drei möglichen Eigenschaften bestenfalls zwei haben. Sie dürfen sich zwei beliebige aussuchen, das kann man bauen, das geht, aber Sie können nie alle drei sicherstellen. Das ist zum ersten Mal von Eric Brewer auf einem berühmten Vortrag formuliert worden. Zunächst mal als Hypothese, ist aber danach auch bewiesen worden. Tatsächlich ist die Formulierung CAP-Theorem eingängig,
Irgend 2 aus 3 merkt sich leicht. Man kann es aber eigentlich noch schöner und schärfer auf den Punkt bringen. Und das ist eine Uminterpretation oder eine Darstellung dieses Theorems, die folgendermaßen lautet. Nehmen wir erstmal an, es ist keine Partition in Ihrem Netz vorhanden. Dann können Sie sich überlegen, und das sollte Ihnen, glaube ich, klar geworden sein, dass es einen Trade-off gibt zwischen Latenz, Fragen zu beantworten, wie viel Zeit brauchen Sie dafür, und Konsistenz. Wenn Sie die Erlaubnis haben, gegebenenfalls nicht konsistent zu sein, dann können Sie schneller sein. Wenn Sie immer für Konsistenz sorgen müssen, dann wird das Zeit kosten. Das ist ein naheliegender Trade-off, wenn keine Partitionen vorhanden sind. Wenn aber Partitionen vorkommen oder wenn eine Partition tatsächlich vorliegt, dann ist die Latenz eigentlich vergleichsweise egal. Dann müssen Sie sich entscheiden, ob Sie verfügbar sein wollen oder konsistent sein wollen. Und wenn Sie verfügbar sein wollen, also immer eine Antwort geben wollen, obwohl eine Partition da ist, dann müssen Sie Konsistenz opfern. Das geht nicht anders. Und wenn Sie konsistent sein wollen, obwohl eine Partition vorliegt, dann dürfen Sie keine Antwort geben. Dann müssen Sie Availability opfern. Okay? Das ist die sogenannte Parzelec-Interpretation von Partition Available Consistent, Latency Consistency. Die beiden E's sind, damit man es aussprechen kann. Die Parzelec oder Paselec oder sprechen Sie es aus, wie Sie wollen, Interpretation des Cup-Theorems. Das ist eigentlich die präzisere Darstellung, die klarer macht, wo die Trade-offs in diesem System liegen. So, was bedeutet das jetzt? Sie sagen zu Recht, aber es gibt doch Datenbanken. Natürlich gibt es Datenbanken, die SQL als Abfragesemantik, ACID als Transaktionssemantik unterstützen. Ja, für die gilt aber genau das Gleiche. Und typischerweise finden Sie dann in der klassischen SQL-ACID-Diskussion die Aussage, wir brauchen Availability und wir brauchen Consistency. Das muss immer funktionieren. Und entweder kommt überhaupt gar keine Fehler vor, dann müssen Sie auch nicht replizieren. Oder wenn Fehler vorkommen, dann kommt es nie zu Partitionen. Die werden einfach wegverannahmt. Ja, per Annahme, das kommt nicht vor und dann können Sie natürlich bauen, was Sie wollen. Ne? Okay, aber wie gesagt, da Partitionen vorkommen, in der Realität passiert das, sowohl zwischen Rechenzentren, die Sie weltweit verteilt haben, kann das passieren, als auch innerhalb von Rechenzentren. Irgendein Systemadministrator vertippt sich in irgendeiner Konfigurationsanweisung und 2 Reihen Ihres Rechenzentrums sind aus dem Netz geflogen. Das kann dauern, bis das jemand merkt. Bis es jemand merkt, wird schnell gehen. Bis man es behebt, kann dauern. Wenn dem aber so ist, dann sehen wir genau diesen Trade-off. Nicht? Jetzt können Sie sich überlegen, dass Sie available und consistent, available aber partitionstolerant sind. Dann sind Sie gegebenenfalls manchmal eben inkonsistent oder konsistent in der Lage, mit Partitionen umzugehen. Dann werden Sie aber gelegentlich anhalten müssen. Und diese 3 Eigenschaften, diese CAP-Eigenschaften, malt man dann gerne auf ein Dreieck und sagt, das ist die CAP-Landschaft. Und jetzt können Sie sich überlegen, dass Sie sich auf dieser Achse, auf dieser Strecke oder auf dieser Strecke einordnen. Hier oben, consistent und available, das sind Ihre klassischen Datenbanken, das ist ja MySQL und so weiter. Auf der available und partition tolerant, aber nicht unbedingt konsistent Achse, haben Sie NoSQL-Systeme wie Cassandra, CouchDB oder ähnliches. Und hier unten auf der consistent und partition tolerant, aber möglicherweise nicht immer available, haben Sie dann sowas wie eine MongoDB, ein Memcache oder so ein HBase. Also eher die sogenannten Big Table Datenbanken, die aus der Suchmaschinen-Ecke kommen. Sehr schön. Was können Sie jetzt hier tun, um ein Beispiel hier zu nennen, wenn ich jetzt hier bereit bin, Konsistenz zu opfern, dann spricht man hier gerne vom sogenannten Basically Available Soft State und nur Eventually Consistent Modell, das Base-Modell. Das sagt mir Folgendes. Also ich bin in der Lage, mit Partitionen umzugehen und ich bin eigentlich immer available. Das heißt, ich gebe immer Antworten, wenn ich gefragt werde. Aber mein Inhalt kann sich ändern. Ich habe keine harte Transaktionssemantik dazu. Und das nennt man dann die sogenannte Eventual Consistency. Da kommt gleich noch eine separate Folie dazu. Und da ist noch eine Referenz für... Da ist noch eine Referenz für ein ganz nettes Tutorial. Das erklärt auch den Bezug zu Message Queuing. Ist vielleicht ein schönes weiteres zum Lesen.
Ich möchte noch drei Sätze zu diesem Eventual Consistency Modell sagen. Das meint Folgendes. Wenn ich keine Updates habe und irgendwann meine Partitionen ja auch wieder geheilt werden, so sie denn da sind, in diesem Fall erwarte ich, dass dann mein System seine möglichen Inkonsistenzen reparieren kann. Dass es dann schließlich irgendwann einmal in einen konsistenten Zustand bekommt. Mein Zustand wird konvergieren und mein Gesamtsystem ist in diesem Sinne dann konsistent, da wir ja dann überall an jeder Stelle die gleiche Antwort geben. Also, man spricht von der eventually consistent Semantik. Vorsicht, false friend, für einen deutschen Muttersprachler ist eventual vielleicht gerne mit eventuell möglicherweise assoziiert als Begriff, das ist falsch. Eventual heißt schließlich, schließlich zum Schluss, irgendwann einmal. Also irgendwann einmal konsistent, schließlich konsistent ist so der typische deutsche Begriff dafür. Ja, und wie machen Sie das jetzt? Wenn Sie das jetzt hier überhaupt nicht wissen, wenn Sie auch nicht wissen, wie schnell Partitionen kommen und gehen, wenn das alles irgendwie sehr dynamisch ist, denken an sowas wie mobile Datenbanken, bei denen Geräte umeinander rumfahren, Autos, einzelne Teilnehmer in so einem verteilten Datenbankensystem und Sie eigentlich gar nichts wissen, dann ist eine Möglichkeit, über die man sich nachdenken kann, das sogenannte Rumor Spreading. Auch epidemische Algorithmen genannt. Die Idee ist, dass eine Aktualisierung, ein Update eines Wertes als ein Gerücht behandelt wird. Als ein Gerücht oder als ein Virus, der sich verbreiten soll und der sich durch Kontakt mit Partnern ausbreiten kann, wie eine Epidemie durch so ein Speichersystem verteilt. Und dann kann man darüber nachdenken, wie man sowas parametrieren muss, Ansteckungswahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, dass sie nicht nochmal weiter anstecken, das ist ja nur Aufwand. Anstecken, jemanden anzustecken, ist ja aufwendig. Wir müssen mit dem Kontakt aufnehmen und so weiter. Und dann kann man da sehr schön Differentialgleichungen dazu schreiben und das alles entsprechend charakterisieren. So, und das ist eigentlich auch das, was ich mit Ihnen noch hier kurz besprechen wollte. Man kann jetzt hier noch sehr tief ins Detail einsteigen und sich über verschiedene NoSQL-Datenbanken unterhalten. Es gibt ja verschiedene Sorten davon. Key-Value-Based hatten wir schon wiederholt beschrieben. Es gibt Dinge wie Column-Based-Datenbanken und so weiter. Und eigentlich wäre es auch nötig, dass wir jetzt hier noch über das Domain-Name-System reden, das eigentlich auch eine solche NoSQL-Datenbank ist. Aber in Betracht der doch fortgeschrittenen Menge an Material und des Zuendekommens dieser Veranstaltung und des noch ausstehenden weiteren Kapitels zu Big Data, möchte ich dieses Kapitel hier tatsächlich jetzt schon beenden. Und ich danke Ihnen erstmal fürs Zuhören und ich sehe Sie dann noch in einem weiteren Video.